So Ali a lot of friends of mine come out. This is a pretty party he got for man himself. And then on Facebook and YouTube. Also, Brunhilde, haben die Leute kein anderes Thema mehr, hallo? Ich verstehe das nicht. Überhaupt nicht. Ich mit meinem Velo 3 und 4 bin ich wunschlos glücklich. Das ist der Velo 3 hier, der große, und hier das der Velo 4. Und ich bin damit wunschlos glücklich. Ich kenne diesen Affentheater und der Brunhilde überhaupt nicht verstehen. Weil ich finde das so bekloppt, so ein Hype und so ein Dusling Verdampfer zu machen. Und dazu noch um so ein Selbstwickel verdampfbar. Ich bin froh, dass hier die Fertigcoils drin sind und die ich nur reinschrauben brauche. Ich hätte gar nicht die Ruhe zu wickeln davon ab. Also, das geht doch nicht. Ich finde das sowas von total Schwachsinn mit der Brunhilde. Auch wenn man sagt, der ist geschmacklich so gut. Wisst ihr was, da geht mal alles am Arsch vorbei mit der Brunhilde. Hauptsache, meine Sucht wird befriedigt. Ich habe sonst keinerlei Ansprüche an eine E-Zigarette und beziehungsweise an einer Dampfer. Hauptsache, meine Sucht wird befriedigt. Und ich habe da so mit diesem Verdampfer, mit dem Velo 3 und mit dem Velo 4 hier. Die geben mir geschmacklich das Recht, was die mir geschmacklich geben. Dafür brauche ich keine Brunhilde. Also, ne? Hauptsache, ich habe so etwas Geschmack, nicht ganz so viel. Und in allererster Linie muss meine Sucht befriedigen, meine Nikotinsucht. Mehr brauche ich nicht. Da brauche ich nicht einen Beweis für geilen Selbstentwickler. Für. Und außerdem kann ich eh nicht wickeln. Und da ich aufgrund meiner Erkrankung eh so extrem motorisch eingeschränkt bin, werde ich das auch nicht so einfach lernen wie andere Leute. Und das brauche ich auch nicht. Mir reichen meine Fertigdinger. Eine Fertigcoils, da brauche ich so einen Scheiß nicht. Aber wenn man sagt, die Selbstwickler, die sind geschmacklich viel besser. Scheiß drauf. Hauptsache, meine Sucht ist befriedigt. Der Geschmack ist bei mir ganz weit hinten. Davon ab. Ja, das brauche ich persönlich nämlich nicht. Ja, und will ich auch nicht haben, davon ab, auch wenn es könnte, würde ich nicht haben wollen. Davon ab, für mich ist das Pillepalle, ist das. Und außerdem bin ich aus dem Alter raus, wo ich jeden Trend mitmachen muss. Wo ich 15 war, na 14, da habe ich jeden Trick beziehungsweise jeden Trend hinterher laufen müssen und habe auch jeden Trend mitmachen müssen.
Aber aus diesem Alter bin ich jetzt aber auch schon wieder mal raus. Das brauche ich nicht. Ich bin über 40 und brauche nicht irgendwelche Trends nachhechten und mitmachen, damit das mal klar ist hier. Dafür ist mir meine Zeit viel zu schade dafür, um jeden Trend mitzumachen. Und mich regt das auf, dass man auch unter anderem auf YouTube nur Videos von der Brunhilde sehen tut. Da soll man nicht irgendwie die Krise bekommen. Brunhilde hier, Brunhilde da, das kotzt mir so an, da habe ich schon gar keinen Bock mehr da drauf. Ehrlich gesagt. Also, nee, von daher brauche ich so einen Scheiß nicht. Ja. Und das wollte ich hier auch nur kundgegeben haben. Bis zum nächsten Video, was immer ich auch tun werde. Bye, bye.